Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr so ein Armband machen könnt und es dann anschließend eurem Freund schickt. Zuerst müssen wir uns unser Material zusammenlegen. Das sind zuerst 4 Bänder in verschiedenen Farben. Es können auch 2 verschiedene Farben sein, wenn ihr weniger Farben haben wollt. Dann natürlich eine Schere und so eine Stecknadel oder eine Sicherheitsnadel. Da kann ich euch gleich erklären, was ihr für was benutzen könnt. Zuerst schneiden wir uns dann hier von jeder Farbe ein Stück ab in der Länge von eurer Armspannweite, das heißt von Hand zu Hand, wenn ihr die Arme auseinanderbreitet. Dann nehmen wir das in der Mitte, halbieren wir es und legen die Schlaufe hier entweder um die Stecknadel im Tisch oder wenn ihr euren Tisch nicht mit Löchern voll machen wollt, könnt ihr auch einen Holzscheit nehmen, da einfach die Stecknadel reinstecken und es zwischen die Beine klemmen. Oder ein Kissen zwischen die Beine klemmen, tut vielleicht weniger weh, und dann mit einer Sicherheitsnadel festklemmen. So, wenn wir uns dann hier jetzt die Bänder hingelegt haben, nehmen wir uns eine Farbe, mit der wir anfangen wollen. Das ist jetzt hier die Grün. Den Rest legen wir zusammen. Jetzt fangen wir den ersten Knoten an. Ich lege den grünen Faden als 4 unter die anderen Bänder und ziehe hier die Schlaufe durch. Beim ersten Knoten passt auf, dass ihr hier nicht oben verrutscht, dass die Mitte da bleibt. Und zieht den Knoten so, dass ihr eine kleine Schlaufe vorne habt, zur Seite fest. Das gleiche nochmal, das heißt, wir legen eine 4. Aber nicht von oben, sondern von unten. Immer schön die restlichen Bänder festhalten und den Knoten oben zur Seite festziehen. Das legen wir jetzt kurz zur Seite. Fangen auf der anderen Seite mit der Hellblau an. Genau das gleiche, aber spiegelverkehrt. Das heißt, diesmal eine verkehrtrumme 4, auch wieder unten durch. Den Rest festhalten und zur Seite festziehen. Noch einmal. So, dann nehmen wir die Grün wieder dazu. Und machen mit der Hellgrün weiter. Nehmt immer den neuen Faden, den ihr nehmt, unten raus, dass er unter allen anderen liegt. Wieder die 4, diesmal richtig rum. Und vorne festziehen. Wenn man die anderen Faden noch durchzieht, dann zieht ihr das einfach ein bisschen nach vorne. Immer zweimal mit der gleichen Farbe. Dann die helle Blau wieder dazu und ich ziehe mir ein dunkles Blau raus. Unten. Ah, diesmal habe ich den grünen Faden aus Versehen drin gelassen. Den holen wir schnell wieder raus. Vorne festziehen. Noch ein zweites Mal. So, und jetzt haben wir jede Farbe einmal gehabt. Das heißt, wir fangen wieder mit der dunklen Grün an. Der dunkelblaue Faden bleibt bei der Seite. Immer wenn ihr dann den neuen Faden zur Seite legt, nehmt ihr den alten oben drüber und macht wieder die 4.
haltet die Bänder in der Mitte immer schön mit einer Hand fest. Wenn ihr lieber beide Hände frei haben wollt, dann könnt ihr auch die Bänder unten zwischen die Beine klemmen oder sonst wie festmachen. So, und das geht dann immer weiter, immer alle Farben abwechselnd, bis ihr dann eure Armlänge habt. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mein Armbändchen in meiner richtigen Länge habe. So, dann habe ich jetzt die richtige Länge. Ich zeige es euch noch einmal. Ich lege es hier einmal um den Arm drum. Und es hat die richtige Länge, wenn das Ende mit von den Knoten mit der Schlaufe übereinstimmt. Dann pinne ich es nochmal am Tisch fest. Und halbiere mir die Bändchen, dass von jeder Farbe auf jeder Seite ein Band ist. Leg mir die einen vier erstmal zur Seite. Und wir flechten jetzt einen Teil. Wir haben natürlich hier vier Bänder und keine drei. Das heißt, wir nehmen einfach zwei zu einem. Die anderen beiden sind einzeln. Und flechten jetzt ein Stück. So, dann mache ich einen Abschlussknoten. Nimm die anderen vier Bänder, wieder zwei zusammen, die anderen beiden einzeln. Genau das gleiche, versuch, dass es ungefähr gleich lang wird mit dem anderen. Dann können wir jetzt die Enden abschneiden. Und festmachen tut ihr es, indem ihr das eine Ende hier durch die Schlaufe macht. Das ist jetzt hier ein bisschen eng, müsst ihr am Anfang wohl die Schlaufe etwas größer machen. Aber jetzt haben wir es. Und dann macht ihr zwei Knoten, dass es fest ist. Lasst euch hier vielleicht von einem Freund helfen. Dann seid ihr fertig, habt ein schönes Freundschaftsbändchen. Und ihr könnt es natürlich, wenn ihr es nicht selber tragen wollt, weil ein Freundschaftsbändchen trägt man ja nicht selber, sondern schickt es einem Freund und der trägt es dann an seinem Arm. Packt es einfach in einen Briefumschlag und schreibt die Adresse von eurem Lagerfreund drauf. Vielleicht noch eine nette Nachricht und der freut sich bestimmt. Cool.